Wir sind schon so aufgeregt, heute machen wir was ganz Besonderes, nämlich eine Alpaka-Wanderung zum ersten Mal und wir sind hier am Bauernhof Radl. Danach haben die Mädchen noch süße Alpaka-Herzchen gemacht und wir haben für euch nach diesem Video nochmal die kleinen Alpaka-Babys von diesem Frühjahr-Sommer besucht. Und wir haben natürlich wieder viele Fragen gestellt. Alpakas liegen meistens so, wie ihr es hier seht, ganz selten auf der Seite und wenn sie schlafen, dann ist eben der Hals und der Kopf auch noch am Boden. Alpakas lieben es, Sandbäder zu nehmen und sie sind sehr reinliche Tiere. Sie gehen nur zu Hause aufs Klo und das an einer bestimmten Stelle. Ursprünglich kommen Alpakas aus Südamerika und am liebsten ist ihnen das Wetter so wie heute, nicht zu kalt und nicht zu warm. Also heiß mögen sie gar nicht so, deshalb gibt es im Sommer hier auch keine Wanderungen. Alpakas sind Sohlengänger, sie haben ganz weiche Sohlen und dann auch Zehen mit Zehennägel, die ganz normal zu pflegen sind, wie auch bei uns Menschen. Das sind jetzt alles Stuten, also Alpaka-Weibchen mit ihren Fohlen vom letzten Jahr. Das sind die eher kleineren, die weißen, die jetzt kommen und die ganz kleine da vorne. Das ist die Hedwig und dahinter ist zum Beispiel Hugo, das einzige Hengstfohlen, also männliches Fohlen vom letzten Jahr. Und dann ist auch noch die Hannelore dabei. Ab 3 Jahren etwa sind Alpakas erwachsen. Die älteste Stute hier ist 8 Jahre und so ab 15 Jahren sagt man schon, dass das Alpaka dann schon ziemlich alt ist. Gewandert wird nur mit den männlichen Alpakas, also mit den Hengsten und da gehen wir jetzt auch hin und warum nicht alle dafür geeignet sind, das erfahren wir auch gleich. So, da sind wir nun bei den Hengsten und diesen Hügel lieb sie übrigens, da haben sie eine tolle Übersicht. Aber weil sie sehr neugierige Tiere sind, kommen sie schön langsam alle zu uns. Alpakas sind sehr feinfühlig, also die spüren schon, dass heute etwas los ist. Sie sind auch vom Charakter her alle unterschiedlich und sehen alle anders aus. Der Süße hier, das ist Dagobert und der ist sehr sensibel und beobachtet alles sehr genau. Also laut Andrea wäre er überfordert mit einer Wanderung, also bleibt er lieber zu Hause. Der Aslan wird heuer 10 Jahre alt. Er ist unser totaler Schmuser. Das heißt, wenn er zu mir kommt, will er euch eigentlich nur Bussi geben, gell? Ja. Alpakas können auch nicht beißen. Die haben nämlich nur unten Schneidezähne und oben eine Kauplatte, so wie Rinder. Und spucken tun sie eigentlich auch nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Timo wird auch schon 10 Jahre alt. Und er war mit dem Askan zusammen, waren das die ersten 2 Tiere, die bei uns eingezogen sind. Ja, was ist los? Ja, der ärgert dich da hinten, gell? Ja. Dann haben wir da einen Apollo. Der Apollo war das erste Baby, was bei uns auf die Welt gekommen ist. Der Apollo ist auch ein Deckhengst, aber ein ganz braver Kerl. Gell? Er ist vom Charakter her ganz ruhiger und wird jetzt 8 Jahre alt. Ja? So, dann haben wir einen Amadeus. Der Amadeus ist auch noch dabei. Der Amadeus wird auch 8 Jahre alt, du hast das zweite Baby bei uns. Das ist schon die Nachzucht vom Apollo, das ist der Apollo-Sohn, das ist der Fridolin. Dann haben wir da einen Franz und einen Ferdinand. Der Braune, das ist der Edmund, das ist auch ein Deckhengst. Da vorne am Hals jederzeit streicheln, gell? Einmal herum, stopp! Oh, und gleich um mit ihrem Fressen. Magst du immer nehmen? Ja, schau. Ja.
Video, genau. Da gibt's was. Bitte schön. Die Alpakas bekommen übrigens nur Gras, Heu und ihre Spezialleckerlis zu fressen, alles andere ist für sie tabu. Wenn Alpakas fressen, ist es immer so, dass einer hochschaut und das Ganze beobachtet. Bald ist es wieder soweit und die Winterwolle kommt runter, das heißt, die Alpakas werden geschoren, das macht Andrea übrigens selbst. Und Andrea ist es ganz wichtig, dass sie genau die Wolle ihrer Tiere wieder zurückbekommt. Also kann man dann quasi eine braune Haube von Timo kaufen oder eben ein Stirnband, ein weißes von Amadeus. Ganz toll! Wir werden jetzt losstarten, der Diego wohl irgendwie nicht so richtig, gell? Kämpf sofort zu mir, Oma. Als kleiner Tipp, schaut immer dorthin, wo ihr hingehen wollt. Kommt näher, wenn man Alpaka ist, habt ihr mehr Kontrolle und er merkt leichter, was ihr wollt und wo ihr hingehen wollt. Sollte sich ein Alpaka wirklich mal losreißen, dann würde es nicht davonlaufen, weil es eben ein Herdentier ist, sondern nach ein, zwei Metern würde es dann wieder stehen bleiben. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr jetzt den Laut eines Alpakas. Das machen sie zum Beispiel, um sich zu vergewissern, dass die anderen noch da sind. Oder ob es den anderen gut geht. Wir durften danach die Alpakas auch noch füttern. Und jetzt verabschieden wir uns tatsächlich auch schon. Tschüss, ihr Süßen, es hat wirklich Spaß gemacht. Tschüss. Da
dann haben wir noch eine Runde im Hofladen gedreht und es gibt so tolle, spannende Sachen. Die Wolle ist sehr atmungsaktiv und hält warm und kühl. Und sie ist geruchsneutral und antiallergisch. Die Mädchen haben sich dann für eine Alpaka-Seife entschieden. Ja, genau richtig gehört, Alpaka-Seife. Und für dieses süße Plüschtierchen hier, das Olivia gleich Timo genannt hat. Und jeder hat sich noch Alpaka-Wolle von seinem Favoriten aussuchen dürfen. Pastellbombe. Umso mehr, umso besser. Crazy. Und zum Schluss haben wir wie versprochen noch die Aufnahmen der Alpaka-Babys. 6 sind es und die kleinsten sind gerade mal eine Woche alt. So süß. Ihr könnt auch gleich die Alpakas mit ihrer Sommerfrisur sehen. Alpakas haben so eine beruhigende Ausstrahlung, es ist wirklich angenehm in ihrer Nähe zu sein und wir kommen auf jeden Fall wieder.